Störtebeker, ich nehme die Bedingung an, wir kämpfen. Da ich neu bin und nicht reiten konnte, nicht fechten konnte, ich musste mich ans Reiten gewöhnen, an den Muskelkater. Ich musste mich, als der Muskelkater durch war vom Reiten, hatte ich Muskelkater im Arm vom Fechten. Das war alles neu und ich musste mich an alles gewöhnen. Und ich musste mich natürlich, und das war, warum ich angefangen habe, die große Bühne einfach. Also die große Bühne, diese Entfernung, also wenn man in einem Zuschauerraum steht, seit vielen Jahren als Schauspieler, da sind 400 Plätze, dann hat man es irgendwann drauf, irgendwie den Saal ruhig zu bekommen. Also man kann die Luft atmen, die Atmosphäre, die da drin ist. Und hier steht man und atmet und der Wind, die Wolken, die Sonne, alles fliegt weg und man hat überhaupt gar kein Zentrum irgendwie. Und dann fühlt man sich so allein, so einsam. Und da ich ja nun gerade auch als Hochmeister sowieso ein Part habe, wo ich eigentlich alleine bin. Ich habe noch den Norbert Braun als von Fürth an meiner Seite und wir sind relativ allein und dann stehen wir auf dieser großen Bühne und es ist schon abenteuerlich. Also daran musste ich mich schon gewöhnen. Es war ja erst mal gedacht, dass ich gar nicht reite, weil der Intendant meinte, wenn man mit knapp 50 noch nicht reiten kann, dann dauert es etwas länger, das Erlernen. Und dann kam die Idee mit dem Streitwagen, also dass ein Streitwagen gebaut wurde, weil als Obermeister kann ich nicht durch den Sand ständig laufen und alle auf den Pferden und ich immer zu Fuß hinterher. Also war klar, ich brauche irgendwas, was Qualität hat und was ausstrahlt. Und dann wurden zwei schwarze Friesen gekauft, sehr jung, 4, 5 Jahre. Und die sind beide vor diesem Streitwagen. Und das sieht schon, also ich fühle mich da sehr wohl. Das sieht gut aus. Und dann kam die Phase, dass ich ein Friese so leicht verletzte. Und dann meinte der Stallmeister, was passiert, wenn ein Friese wirklich sich verletzt und er kann während der Vorstellung nicht kommen? Dann kann man den Streitwagen nicht mehr ziehen. Und das hat er mit dem Intendanten da besprochen, worauf der meinte, dann muss er lernen. Und so kam das. Und ich wollte auch lernen. Und dann lernte ich eben diesen Silvester kennen, weil der Stallmeister ein Pferd aussuchte, was erfahren ist, was ruhig ist. Silvester ist 20 Jahre alt, ist der Älteste hier und das ist ein ganz Erfahrener, was den Nachteil hat, er spürt, wenn er es nicht muss, dann muss er sich nicht bewegen und bleibt dann stehen und man muss ihn dann antreiben. Und jedenfalls, ich lernte ihn kennen, um auf die Frage zurückzukommen, ich bin in den Stall rein, ich weiß es noch ganz genau, und das ist ein riesenlanger Stall, der ist neu gebaut worden und da stehen 30 Pferde und alle gucken raus und sind neugierig, wer kommt da, und eine Box war leer, also da guckte keiner. Und da bin ich hin und da war der Silvester drin und er stand mit dem Arsch praktisch zu mir. Und da dachte ich, das ist unsere erste Begegnung. Alle freuen sich, dass ein Neuer kommt und den ich reiten soll, dem interessiert das ein Scheißdreck. Und mittlerweile sind ja alle Pferde, die sind ja sehr gelehrig. Also man merkt sogar schon, sie hören dem Text zu und wissen, was als nächstes schon kommt. Also man muss gar nicht mehr viel machen auch mittlerweile. Also so wie ein Schauspieler weiß, nach 5, 6 Proben, so ist mein Text, haben die das auch drauf. Und ich habe vom Falkner gehört, dass selbst die Adler und die Vögel das drauf haben. Die wissen, wenn die Flugshow ist, jetzt kommt das, jetzt spricht er so, jetzt kommt das. Also, und es ist ein großes Zusammenspiel. Und das mit solchen großen, erhabenen Tieren, das ist so, oh, das ist schön, das gefällt mir. Man merkt hier den Zusammenhalt und der Peter oder die Familie Hick achtet auch darauf, Leute, wenn die hierher passen, dass sie auch bleiben. Also man fühlt sich aufgehoben einfach hier. Und das ist etwas, was mir am Theater verloren geht, durch diese Maschinerie. Es muss laufen irgendwie und die Kulturförderung, die in diesem Land MacPom auch diese ewigen Kürzungen, was kein gutes Arbeitsklima schafft. Und da fühle ich mich sehr wohl. Und ich war willkommen, egal wo, ob es der Falkner ist, ob es die Requisite ist. Also, und das ist für mich auch so ein Moment, wo ich sage, so muss Theater eigentlich laufen. Also so muss es funktionieren, so dieses Miteinander. Und dann ja, überlegt man natürlich, wo ist der Unterschied. Und der Unterschied ist eben dieses Familienunternehmen. Ne? Das ist die Intendanz, das ist der Peter, der da oben sitzt und der das auch verlangt und der auch
der das auch von sich verlangt. Also man spürt zum Beispiel, dass Peter ist allen so nah. Also er ist bei jeder Vorstellung, sitzt vorher mit den Schauspielern, um zu reden. Er geht in die Kulissen, unterhält sich mit Kleindarstellern, mit den Stuntleuten. Er ist immer präsent. Und das war auch das Erste, was ich von ihm gehört habe. Es war, Marco, wenn ein Problem ist, komm zu mir und wir bereden das. Und das hörte sich nicht nur an, wir bereden das, sondern wir lösen das Problem. Also diese Bereitschaft, da zu sein und zu organisieren, wenn es Probleme gibt, dass es besser wird oder wie man guckt, wie das gemacht wird. Und diese Freundlichkeit und diese Akzeptanz allen Gewerken gegenüber von ihm aus, das strahlt, glaube ich, auf alle Mitarbeiter auch aus.